Heute hatten wir den schlechtesten Kryptotag seit sehr vielen Monaten. Es gibt deshalb nur zwei Kryptounternehmen, welche, naja, einigermaßen heute performen und überzeugen konnten. Die erste ist VeChain und die zweite ist NIO bzw. Gas. Und damit willkommen bei den Krypto-News am 14. Januar 2018. Es ist auch sicherlich kein Zufall, dass beide Unternehmen schon etwas älter sind, also schon zu den Oldies im Bereich der Kryptounternehmen zählen und beide natürlich schon in der Praxis tätig sind und auch schon eben praktische Umsetzungen haben und davon nicht nur eine, sondern schon eine ganze Menge. Und in diese Richtung wird es in den nächsten Wochen und Monaten gehen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also hier VeChain zum Beispiel, da ist das interessanteste Beispiel hier mit den Luxusprodukten, weil da haben die beispielsweise Chips in die Produkte eingebaut, weil es ja doch in Asien sehr viele Kopierer gibt, welche Luxusprodukte nur kopieren und dann nach Europa exportieren oder verschiffen. Und mit diesen Chips konnte man eben zum einen nachweisen, dass es Originalprodukte waren und zum anderen konnte man eben auch weiterverfolgen, wie die Produkte denn zum Beispiel vom Erstverkäufer nach einer gewissen Zeit an den nächsten weiterverkauft wurden. Und dadurch kann man natürlich den Lebenslauf solcher Luxusprodukte, die natürlich einen sehr langen Lebenszyklus haben, sehr gut verfolgen. Also eine sehr interessante Anwendung. Und bei NIO gibt es diese überzeugende Liste an Kooperationen. Und edX ist ja beispielsweise ein Unternehmen oder auch Redpulse, beziehungsweise alle, mit denen sie hier kooperieren, die schon in der Praxis tätig sind und sich bestimmte Zielgruppen rausgesucht haben und die auch schon beackern. Und nur so auf diesem Wege kann es mit der Kryptowirtschaft in Zukunft weitergehen. Denn der Blick in die Top 100 ist heute mehr als nur ernüchternd. Also da bleibt kein Funken Euphorie mehr übrig. Das geht schon mit der Marktkapitalisierung los. Die ist jetzt gerade noch, damit es einigermaßen schöner ist, in den letzten paar Minuten wieder über die 700 Milliarden Dollar Grenze hinübergesprungen, war aber ansonsten den ganzen Nachmittag über unterhalb der 700 Milliarden Dollar. Also gestern stieg der Markt zumindest also hier in Europa bei 742 Milliarden Dollar aus. Und heute Morgen ging es noch relativ euphorisch mit 711 Milliarden Dollar los, aber dann ging es gleich auf 693 runter und dann 696, um jetzt wieder einigermaßen versöhnlich zum Tagesausklang bei 702 Milliarden Dollar zu landen. Aber das Bild hier in den Top 10 hatte ich jetzt in meinen Videos noch nie, dass also die kompletten Top 10 rot sind und damit nicht genug. Also es ist heute extrem schwierig gewesen, überhaupt noch grüne Vorzeichen zu finden. Und zweistellige grüne Vorzeichen gab es eben, wie gesagt, nur noch bei VeChain mit 19,85% und bei Gas NIO mit 13,73%. Ansonsten sah das heute so schlecht aus wie noch nie, seitdem ich diesen Markt beobachte. NIO, also hier in den Top 10 schon noch mit Grün, aber 6,41% waren noch, das war noch vor 3 Wochen ein Wert, den kein Mensch, auch ich nicht, beachtet hat. Auch Ethereum Classic heute mit plus 6,09% oder
Icon mit 2,35%. Das waren alles Sachen, die man in den letzten Monaten überhaupt nicht ernsthaft zur Kenntnis genommen hat, solche kleinen Kleckerbeträge. Und dieses Drama ging so weiter bis zu VeChain hier mit eben noch 21,07%. Das hat jetzt sogar die letzten paar Minuten noch zugenommen. Aber je mehr der Markt natürlich wieder über die 700 Milliarden rausgeht, desto grüner werden die Top 100. Dieser noch mit plus 2,19% und ansonsten rot, soweit das Auge reicht. Das treibt einem schier die Tränen in die Augen. Cash mit 1,65% im Plus, also das wäre vor 2 Wochen noch ein Witz gewesen, darüber überhaupt zu reden. Dann eben Gas mit mageren 13,73%, dabei immer noch besser als Ion mit plus 0,22% oder Factom mit plus 3,91%. Syscoin noch ein winziger Leuchtpunkt mit 0,33% plus und Tanks mit 6,08% in einem tiefroten Meer. Emmacoin ist neu mit plus 4,88% und die Kurve deutet an, dass wir mit Emmacoin weiterhin noch zu tun haben werden. Ich hoffe, die haben morgen etwas mehr unter der Haube. So, das war die. Morgen werde ich die dann noch etwas genauer vorstellen. Und Partizi ist ganz zum Schluss auf Platz 100 noch mit magerem 0,89% vertreten. Auch da die Kurve klar aufsteigend, nachdem sie jetzt längere Zeit nicht mehr in den Top 100 gewesen sind. Denn wir laufen scheinbar in eine größere Krise hinein. In den letzten beiden Wochen, verstärkt jetzt in der vergangenen Woche, konnte ich teilweise meinen Augen kaum noch trauen. Also wir haben auf der einen Seite einen sehr hohen Ölpreis von inzwischen 64 Dollar und dem WTI-Rohölpreis von über 64 Dollar pro Barrel. Das ist ein Preis, den hatten wir, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr. Und der ein oder andere, der, wie ich heute tanken musste, der hat es gemerkt, die Preise haben angezogen. Aber unter uns gesagt, die Preissteigerungen, die jetzt beim Rohöl zu sehen sind, die sind noch nicht in den heutigen Benzinpreisen drin. Also da darf man sich drauf gefasst machen, dass da noch mindestens 10, 15 Cent fehlen, die im Moment vermutlich, weil sie Angst haben, noch nicht draufgeknallt werden können, aber die kommen noch. Relativ sicher, obgleich Russland heute angekündigt hat, dass sie aus diesem Manipulationsdeal aussteigen werden, der OPEC-Länder. Aber ob das dann relativ rasch zum sinkenden Ölpreis führen wird, das wage ich zu bezweifeln. Und volkswirtschaftlich gesehen sind wir eben noch eine mittelalterliche Rohölwirtschaft, selbst im Jahr 2018, also weit davon entfernt von den Welten der Raumschiffe Enterprise oder von Star Wars oder anderen Geschichten. Das ist mehr als nur Science Fiction. Wir sind also im Grunde eine Wirtschaft, die letzten 100 Jahre sich kaum weiterentwickelt hat. Und man stelle sich vor, man hätte noch
Rasierapparate, die auch ölgetrieben wären, in denen man also ständig irgendwelches Petroleum reinschütten müsste, dass man sich morgen noch rasieren kann. Also wir sind absolute Hinterwäldler und jetzt dieser Lichtblick, dass wir uns da von einer Rohölwirtschaft in eine Kryptowirtschaft verwandeln. Ja, das ist zwar ein selber Streif am Horizont, aber noch Lichtjahre von der Praxis entfernt. Auf dem Weg befinden wir uns jetzt definitiv mit einer im letzten Jahr boomenden Kryptowirtschaft. Aber da sind wir jetzt halt erstmal die ersten paar hundert Meter auf einem Marathon vorangekommen. Also wie gesagt, der Rohölpreis, der ist furchterregend. Genauso der Dollar, der sinkende Dollar ist ähnlich furchterregend. Es gibt aber eine eiserne Verbindung, dass also wenn der Rohölpreis steigt, der Dollar sinkt, aber so stark wie der Dollar sinkt und so lange wie der schon sinkt, das hat es noch nie gegeben. Das ist ein ganz schlechtes Omen. Und dann, damit nicht genug, sind in den letzten, ja, gerade jetzt in der letzten Woche, sind zwei Indikatoren, die man jetzt seit der boomenden Kryptowirtschaft im Grunde eigentlich vergessen konnte. Und ich habe eigentlich gedacht, die stehen gar nicht mehr aus dem Keller auf. Und damit gemeint sind der Goldpreis und der Silberpreis. Da fehlen also nur noch, beim Gold fehlt nur noch ein Dollar und dann ist da ein Höchstwert erreicht, dass die Alarmsirenen angehen, so wie in der letzten Nacht auf Hawaii, wo angeblich eine Atombombe im Anflug war. Und ja, alle, die sich schlecht informieren, drauf reingefallen sind. Aber wer sich gut informiert, der weiß, dass weder Russland noch China noch gar Amerika und schon überhaupt nicht Nordkorea in der Lage sind, sowas zu machen. Die sind also da genauso weit entfernt wie ich von einer Ausflugsreise zum Mond oder gar zum Mars. Das werde ich nicht mehr erleben. Und die meisten anderen auch. Das heißt also, wir haben da ja, etliche Probleme jetzt plötzlich am Hals, über die man jahrelang gesprochen hat, aber jetzt sind sie plötzlich da. Und die ganzen Goldbugs und Silberbugs, die können auch ihren Augen im Moment nicht trauen, weil da keiner mehr damit gerechnet hat, dass also gerade der Goldpreis schnurgerade nach oben gegangen ist. Und das mündet alles relativ rasch in eine noch nicht näher zu umreißende Wirtschaftskrise. Und last but not least, dieses Kasperle-Theater da in Berlin hat natürlich damit zu tun. Die wissen ganz genau, was da auf uns zukommt. Und da hat auch keiner Lust, nachher eins voll ja, auf den Kopf zu bekommen, wenn dieses Ding denn zündet, was hier absehbar losgeht. Und dann hat noch heute Gerald Silente, das ist jemand, der schon seit den 80er Jahren die Trends vorhersagt, der hat nochmal ganz speziell vor einem Ereignis im März 2018 gewarnt, das über die Kryptowirtschaft hereinziehen wird. Man muss diesen Mann äußerst ernst nehmen, weil der mit seinen Warnungen also ja, nicht gerade hundertprozentig immer messerscharf trifft, aber ich meine 90%, das reicht bei so einem Event, was da scheinbar in der Pipeline drin ist. Also das sind doch alles sehr, sehr schlechte Meldungen zum Jahresbeginn 2018, aber sie sind Fakt, sie sind da, man kann diese Zahlen, ich stelle sie morgen mal die Kurven zusammen, dass jeder dann auch mal eine etwas schlechte Nacht vom Montag auf Dienstag hat, weil diese Kurven dann mal aufgezeichnet über ein paar Jahre, die sprechen für sich. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis morgen.